Moin Moin Matrosen, herzlich willkommen zu einem Tutorial zum Spiel Raft. Heute geht es um die Überlebensformel Wurfhaken plus Trinkwasser plus Haiabwehr plus Nahrung ist gleich Überleben. Und wir starten mit dem Wurfhaken. Den habe ich hier schon in der Hand. Wenn Dinger in meinem Floß vorbeischwimmen, kann ich die mit der E-Taste manchmal auch per Hand nehmen, nämlich dann, wenn sie nah genug vorbei schwimmen und wenn ich schnell genug bin. Wenn sie weiter weg sind, brauche ich diesen Wurfhaken, um sie einzufangen. Das heißt, ich werfe ihn mit der linken Maustaste und ziehe ihn dann mit der linken Maustaste auch wieder zu mir. Wenn ich irgendwann merke, ich habe mich völlig verworfen und der Haken ist jetzt da hinten irgendwo und ich will nicht die Zeit aufwenden, den zu mir ranzuziehen, weil vielleicht da drüben was total Wertvolles schwimmt, dann kann ich auch einfach die rechte Maustaste ziehen, dann ist er mit einem Klick sozusagen wieder da. Wenn ich möglichst weit werfen will, jetzt um das Fass zum Beispiel zu kriegen, werfe ich im 45-Grad-Winkel nach oben und dann ziehe ich ihn wieder zu mir, sodass ich das Fass, da sind besonders wertvolle Rohstoffe drin, leicht zu mir ziehen kann. Was ihr auch gesehen habt, ich werfe immer ein bisschen vor das Treibgut und kann dann entscheiden, jetzt ziehe ich ihn zu mir ran und wenn ich das ein bisschen geschickter gemacht hätte, hätte ich vielleicht von dem Haufen da noch ein bisschen mehr auch mitnehmen können. Ja, das waren im Wesentlichen auch schon die Dinge, die für den Wurfhaken wichtig sind. Werfen mit der linken Maustaste, ranziehen mit der linken Maustaste, bei Fehlwürfen mit der rechten Maustaste sofort wieder herholen und den weitesten Wurf kriegt ihr, indem ihr 45 Grad nach oben werft. Soweit das kurze Wurfhaken-Tutorial. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen. Ich hoffe, es hilft euch weiter. Lasst gerne jede Form von Feedback unter diesem Video, ob euch diese Kurztutorials zu Raft, ob die was helfen, ob die was taugen. Und wir sehen uns im nächsten Mal wieder, wenn es heißt, wir kümmern uns um das Thema Trinkwasser. Soweit mit diesen wunderbaren Vollmond-Nachtbildern. Schöne Grüße vom Klabautermann. Macht's gut.